Hallo YouTuber, herzlich willkommen bei The Picane. Heute mit dem Unboxing des iPad Pros in der 9,7 Zoll Variante und diesmal, tada, in Rosé Gold. Meine Frau hat sich jetzt entschieden, auch sich ein iPad zu besorgen und da Rosé Gold ja anscheinend eine Mädchenfarbe sein soll, hat sie sich gedacht, holt sie sich das auch und jetzt gucken wir uns mal an, wie das im Ganzen dann wohl aussehen wird. Wie immer umdrehen. Und dann machen wir unseren wunderschönen Schnitt, wenn er dann funktioniert. Dann ziehen wir auch schon die wunderschöne Folie ab. Und öffnen dann mal auf die Schnelle den Karton, wenn er dann von alleine aufgeht. Na, komm. Heute hackt er ein bisschen, er will wohl nicht. Tada, es klappt. Da haben wir dann auch schon unser Gerät in der Folie. Das legen wir erstmal beiseite. Dann schauen wir wieder ins Innere, was wir drin haben. Natürlich unseren Lightning-Stecker mit USB. Dann unseren super Pappschuber. Mit der Schnellstartanleitung in Deutsch, in Polnisch, in irgendwas anderem, was ich immer noch nicht weiß. Dann wieder so eine Sprache. Dann iPad-Infos, Garantiebelehrung und unsere Apple-Sticker. Dann haben wir hier auch schon unseren Poweradapter fürs iPad. Und dann gehen wir gleich weiter zu unserem iPad. Wir fassen wieder hier an der Lasche an. Ziehen vorsichtig. Komm schon. Und tada, da haben wir auch schon unser Roségold. Und ich muss ehrlich sagen, die Farbe gefällt mir. Wirklich sehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so schön glänzend ist. Also bin ich glatt neidisch drauf. Dann drehen wir das Ganze mal um. Der Bildschirmrand ist in Weiß gehalten. Genauso wie der Touch-ID-Button. Ansonsten ist der Rest genau das gleiche. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch oder schreibt hier unten was in die Kommentare. Und dann bis demnächst. Tschüss!